Hi, ich freue mich, dass du auch beim sechsten und damit letzten Video der Strickreihe Mein eigener Island-Pullover dabei bist. In dieser Videoreihe lernst du Schritt für Schritt, wie du einen Island-Pullover strickst. Den Link zur kostenlosen Anleitung, die wir dafür verwenden, findest du unten in der Videobeschreibung. Wir starten damit, dass wir die Löcher unter den Armen schließen. Dazu brauchst du zwei Stricknadeln von deinem Nadelspiel und wir ersetzen erstmal die Maschenhalter durch die zwei Stricknadeln. Das sind die Maschen, die wir stillgelegt haben, als wir die Ärmel und die Passe miteinander verbunden haben. Und die werden wir jetzt im Maschenstich zusammenstricken. Und das ist wichtig, dass dir die Maschen nicht verdrehen. Also, dass du die jetzt wirklich so, wie sie sind, auf die Nadel nimmst. Der Faden ist auf der rechten Seite. Ich bin Rechtshänder, ich stricke von rechts nach links, beziehungsweise nähe den Maschenstich auch von rechts nach links. Dazu brauchen wir jetzt unsere Nadel. Wir fädeln den Faden ein. So. Okay, und dann starten wir. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Maschen von unten und von oben so miteinander verbinden, dass wir am Ende keine Naht sehen. Also wie wenn wir hier eine weitere Reihe hätten. Und der Faden in diesen Reihen, der verläuft immer von hier, geht er einmal nach oben, dann geht er wieder unten rum, dann geht er wieder oben und wieder unten rum. Und das machen wir mit dem Maschenstich auch. Der Faden kommt hier von oben und ist in der Masche schon von oben nach unten, läuft er durch. Und wir nehmen uns jetzt die untere Masche. Die wird von rechts von der Nadel abgenommen. Dann suchen wir uns die Masche, die mit diesem Faden hier zusammenhängt. Die Masche ist nicht mehr wirklich sichtbar. Hier ist die Masche. Und durch die Masche stechen wir jetzt so von oben rein und nehmen uns gleich die nächste Masche von unten von der Nadel ab. Das ist der Anfang, der ist am schwierigsten, wird gleich ein bisschen leichter. Schön anziehen und dann suchen wir uns die Masche, die wir von der unteren Nadel hatten, die da drauf war als letzte, und stechen wieder von oben ein. Und hier runter. Die Masche von oben und hier von links ab. Es ist immer das Gleiche, das wiederholt sich immer wieder. Und wichtig ist, dass ihr die Maschen von hier, die schon unten von der Nadel sind, immer von oben einstecht. Und die Maschen entsprechend auch immer von unten. Und die Masche ist jetzt so auf der Nadel drauf, dass wenn man die so rumdrehen würde, dann ist sie gerade. Wenn man die anders rumdrehen würde, dann ist sie einmal verdreht. Hier seht ihr die Drehung drin. So wollen wir das nicht. Wir wollen, dass die dann gerade liegt am Ende. Also nehmen wir die von unten. Hier stechen wir wieder von oben ein. Und die Masche, von der Seite gesehen, würde falsch liegen. Wenn wir die von der Seite nehmen würden, dann würde die sich einmal so verdrehen. Damit die Masche wirklich auch so am Ende hier liegt, müssen wir die von der Seite runternehmen, von der Nadel. Immer schön anziehen den Faden. Ihr könnt euch das auch so merken, da wo der Faden herkommt aus der Masche, die da hier, der Faden, da müsst ihr dann auch wieder reinstechen. Genauso unten, wir schauen aus welcher Masche der Faden kommt, hier, die da hier, da stechen wir wieder rein. Schaut, dass euch bei den letzten Maschen die Nadel nicht rausrutschen. Ich halte die hier immer noch mal fest. Die letzte Masche von der unteren Nadel und die letzte Masche von der oberen Nadel. Jetzt haben wir hier noch ein ziemlich großes Loch. Das müssen wir jetzt noch zumachen. Wir gehen wieder erstmal in die untere Masche rein und suchen uns hier
die Masche, die an diesem Faden hängt, hier auf der Seite, die da hier. Gehen da einmal von unten rein, machen das gleiche nochmal mit oben. Also von oben einstechen, die Masche hat sich gedreht. Und an diesem Faden hier hängt diese Masche dran. Da gehen wir jetzt rein. Und dann ist das Loch schon ziemlich klein. Jetzt stechen wir nochmal am besten, ja, hier auf der anderen Seite ein. Und hier auf der Seite ein. Und dann ist es ziemlich zu. Der Faden kommt nach innen. Und dann lasse ich den jetzt einfach mal so weg. Hier ist das Armloch geschlossen. Schön ohne Löcher an den Seiten. Und man sieht die Kante nicht. Der Maschenstich hat das alles schön nahtlos miteinander verbunden. Wenn ihr das mit dem Maschenstich noch nicht so gut verstanden habt, ich habe auch ein extra Video nur für den Maschenstich. Da zeige ich euch mit einer dünneren Wolle, die nicht so stark fusselt, wo man das besser erkennen kann, die auch in weiß ist, zeige ich euch nochmal, wie der Maschenstich funktioniert. Ich verlinke euch das Video oben rechts. Um die Fäden zu vernähen, drehen wir den gesamten Pullover auf links. Um die Fäden zu vernähen, brauchen wir wieder unsere Nadel und eine Schere. Fäden vernähen ist gar nicht so schwer. Ich starte hier ganz unten am Bündchen vom Bauchteil und ich zeige euch jetzt zwei unterschiedliche. Einmal so einen Faden, der hier mittendrin ist im Muster. Nehmen wir einfach mal den Türkisen hier. Der kommt auf die Nadel. Und dann mache ich das immer so, dass ich hier mir ein paar Maschen aussuche, wo wir auch Türkis mit drin haben, dass der Faden, wenn er mal auf der anderen Seite sichtbar sein sollte, nicht weiter auffällt, weil das auch ins türkise Maschenbild reinkommt. Und dann gehen wir mit der Nadel immer mal wieder so ein bisschen hoch runter, stechen wir durch die Maschen durch und das reicht auch schon. Der Faden ist vernäht. Von der anderen Seite ist nichts zu sehen. Dann schneiden wir den Faden gleich ab, dass wir wissen, welcher Faden schon vernäht ist. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Faden hier vom Anfang vernähen könnt, vom Bündchen. Beim Bündchen ist es jetzt so. Hier seht ihr, diese Reihe biegt sich nach links und diese Reihe biegt sich nach rechts. Und der Faden hängt hier rechts dran und hier sind ziemlich große Löcher. Ich verbinde diese Reihe mit dieser Reihe, indem ich einfach den Faden hier erstmal durch dieses Knötchen da durchmache. Dass die zwei Reihen parallel laufen, wieder einigermaßen parallel. Dann gehen wir nochmal zurück. Und noch einmal hier zurück. So. Dann vernähen wir noch den Faden und ich nehme hierzu einfach eine Reihe, die nach oben verläuft. Ich gehe hier rein und dann nehme ich mir immer wieder den Faden von den rechten Maschen hier. Bis hier nach oben. So sieht man den Faden nicht. Und dann auf der anderen Seite einfach wieder nach unten. Aber nicht bis ganz zum Ende. Sonst hängt vielleicht ein Stückchen vom Faden nach unten raus, wenn wir es nicht ganz bündig abschneiden. Gut, das war das Fadenvernähen. Das macht ihr mit allen Fäden, die ihr habt, die rausstehen. Der Pullover wird jetzt noch von Hand gewaschen und dann zum Trocknen ausgelegt. Wichtig ist, dass du den Pulli nicht aufhängst, weil er sie sonst verzieht. Ich habe hier Pflegehinweise. Die Islandwolle ist wasserabweisend und atmungsaktiv zugleich. Da der Pulli nur Schwergerüche aufnimmt, reicht es meist völlig aus, den Pullover auszulüften. Falls du ihn doch gerne mal waschen willst, wasche ihn per Hand bei 30 Grad mit einem milden Waschmittel. Rubbeln und Wringen vermeiden, zum Trocknen auf ein Handtuch legen. Der Pullover darf nicht aufgehängt werden, da er sich sonst verzieht. Die Pflegehinweise verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Super, du hast es geschafft! Dein eigener Island-Pullover ist fertig und ich bin mir sicher, dass er wunderbar aussieht. Wenn du noch Fragen hast oder etwas nicht funktioniert, schreib es mir in die Kommentare und ich freue mich, wenn du abonnierst. Bis zum nächsten Mal!